Ich glaube, dass wir wirklich dieses Regensburg-Spiel sehr gut analysiert haben für uns. Das haben wir ja auch besprochen dann auch im Nachgang, dass dieses Spiel eben vielleicht auch ein Schlüssel sein kann, so wie wir es letztes Jahr oder letzte Saison hatten mit 60 München, wo wir in der Niederlage eben einen Schlüssel gefunden haben, wie wir uns weiter präsentieren wollen. Ähnlich war es eben mit der Regensburg-Geschichte. Ich glaube, danach haben wir uns dann halt auch mit dem wichtigen Sieg gegen Sandhausen ein gutes Gefühl wieder hervorgeholt für die Mannschaft. Und jetzt haben wir natürlich ein sehr sicheres Spiel in Ingolstadt abgeliefert, aber das Interessante ist eben, wir gehen halt auch mit diesem Sieg, der sich so sicher anfühlt, trotzdem halt auch sehr, 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 sehr moderat um. Ja. Die einen sagen zwar, wir hätten hier den absoluten Kantersieg einfahren können. Ich sage aber auch, wenn es vielleicht den 2-0-Elfmeter für uns nicht gibt, dann kann dieses Spiel halt auch eine komplett andere Wendung kriegen. Also da sind wir uns bewusst, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben und dass wir uns in einem Prozess befinden, dass die Jungs immer mehr halt auch die taktische Variabilität, die wir haben wollen, umsetzen, dass sie in der Lage sind, eben halt auch relativ kurz wie in Ingolstadt auch auf eine Raute umzustellen, um dort eben halt auch immer wieder unberechenbar zu sein, um den Gegner halt es schwer zu machen, Zugriff zu finden. Und dieser Prozess, der findet bei uns statt. Und klar, wenn du jetzt zwei Siege hast, dann kriegst du halt auch Bestätigung. Aber wir sind jetzt noch nicht so weit, dass ich sagen kann, wir werden uns dort und dort hinbewegen. Ich glaube, dass in dieser Saison so sein wird, die Mannschaft, die wirklich am Spieltag es mehr möchte, mehr will, den Sieg mehr will, diese Prozente mehr mit reinbringt, die werden am Ende dann wahrscheinlich mit was ganz Großem belohnt. Also ich glaube, dass diese Mentalitätsfrage in dieser Saison eine herausragende Rolle einfach auch spielt. Gerade am Spieltag immer diesen Prozent mehr zu haben als der Gegner.